Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zum nächsten Stadion-Vlog. Ich bin schon direkt hier am Stadion. Heute Cup der Tradition, leider nur mit zwei Teams, Bochum und BVB. Dadurch, dass MSV Duisburg positiven Corona-Fall in der Mannschaft hatte, sind die leider heute raus. Aber ja, dadurch wird zweimal 45 Minuten gespielt, also ganz normales Spiel, Bochum gegen Dortmund. Ich freue mich drauf. Ich bin leider ein paar Minuten spät dran, also ich werde wahrscheinlich genau zum Anpfiff da ankommen. In den letzten Tagen gab es ja diese Unwetter hier in NRW und da ist die Deutsche Bahn nicht so vorbereitet gewesen, eigentlich wie immer. Digga, da vorne sind Bullen und ich bin einfach über Rot gegangen, ja? Sieht man die? Ne, jetzt ist grün, let's go. Wird nice, seit langem wieder mal ins Stadion, ey, ich freue mich. Ich freue mich nur, das ganze Ding mit dem... Mit der Fahrt, ich bin seit 12 Uhr unterwegs, ich habe schon auch so eine Stunde ungefähr eingerechnet. Falls die Bahn zu spät kommen sollte, ich wusste, dass die auch zu spät kommt. Aber ich habe es irgendwie so geplant, dass ich mindestens mal nochmal so eine Stunde Puffer habe, aber leider hat das nicht gereicht und es ist fast 15 Uhr, also in 3 Minuten wird angepfiffen. Aber ja, das ist jetzt leider so und ich muss damit klarkommen. Digga, jetzt. Ich gehe jetzt einfach rüber. Keinen Bock zu warten auf der Bahn. Boah, Junge, man hört die Fans ja. Voll krass. Ich habe die Fans bis hierhin gehört. Das Stadion. Schickes Stadion. Schickes Stadion. Schade, dass der MSV nicht weiter oben spielt. Boah, voll krass, Mann. Richtig laut. Was geht ab? Durften ja ungefähr 10.000 Zuschauer rein, aber... Boah, hört sich krass an. Da muss ich jetzt hin. Ich muss komplett einmal auf die andere Seite, Alter. Warum haben die mich überhaupt hier durchgelassen? Ich frag den so, das ist hier Block 23, der so, ja, ich geh durch, komplett andere Seite. Mein Gott, ne. So, ich musste wieder raus, weil ich komplett falsch war. Ja, egal, ich muss jetzt einmal quasi rumlaufen. So, sieht's gut aus. Jetzt bin ich da, Alter. Boah, wir mit unseren MINT-Trikots, die Ausweichtrikots. Richtig nice. Gefällt mir sehr gut. Tausendmal besser als die roten Trikots, Alter. Von der letzten Saison und davor der Saison. Immerhin schöne Ausweichtrikots. Schöne Reingabe. Bockhorn und Gerrit Holtmann auf der rechten Seite. Schön kombiniert. Hereingabe von Bockhorn. Ecke für uns. Let's go. Sehr stark, Danilo. Super gemacht. Auch wenn es nur ein Testspiel ist, so. Aber man freut sich, weißt du? Gegen den großen BVB zu spielen. Um sich zu behaupten. Das ist ein bisschen blöd wegen der Sonne, weißt du, und dem Schatten auf dem Feld. Die Kamera kann das nicht so ganz einschätzen, wo er dann fokussieren soll. Deswegen ist es manchmal ein bisschen zu dunkel, manchmal zu hell. Und ich bekomme es nicht eingestellt, Alter. Das ist ein bisschen doof wegen der scheiß Kamera. Ich hasse die. Ich muss mir eine neue Kamera holen. Da drüben war ich gerade übrigens, genau da. Bin da drüben falsch gewesen, da hatte ich jemanden gefragt und der meinte so, ja, das ist hier richtig, Block 23. Auf jeden Fall sehr nice, dass Manu wieder zurück ist nach seiner Handverletzung. Hat er die Hand gebrochen gegen Heidenheim damals in der, ich glaube, 30. Spieltag in der letzten Saison. Und schön, dass er wieder zurück ist. Übrigens jetzt Minute 30. Uiuiui, das war knapp. Also Glück gehabt, dass der da den Ball nicht getroffen hat. Der Ball ist knapp am Pfosten vorbeigekullert. Aber nichts passiert. 0-0 und weiter geht's. Michael Esser wieder am Start. Der alte Bochumer.
Schön, dass er zurück ist. Let's go, Mann, let's go. Luis Hartwig gefällt mir gut. Arbeitet mit nach hinten, gibt Gas. So muss das sein. Und jung. Und Eigengewächs. Immer schön. Zweite Halbzeit läuft. Oh, BVB ist, hört man auch jetzt. So, die BVB hat komplett einmal die Mannschaft gewechselt. Jeder Spieler, der jetzt drin ist, war auf der Bank gerade. Oh, schickes Ding. Sehr schön gemacht. Super Hereingabe von Silva Gamboa auf den ersten Pfosten. Und schon mal Nowotny mit der Hacke. Sehr geil gemacht. Oh, richtig schönes Ding. Ein richtig schönes Ding mit der Hacke. Zum ersten Pfosten und da ist das Ding. 1-0. Alter, was geht ab? Gamboa, sehr stark. 2-0. Schönes Ding. Mit dem Kopf. Gönn ich dem. Schön. Stark. Lass rein. Digga, was geht mit Gamboa, Alter? Der spielt richtig stark. Weil es halt BVB ist wahrscheinlich, so weißt du, will sich halt zeigen, so, aber gefällt mir. Wenn er so immer spielen würde, wäre cool, aber warten wir mal ab. Vielleicht will er sich jetzt in der ersten Bundesliga so richtig zeigen. Das würde ich ihm gönnen. Und würde mich natürlich sehr freuen, auch für uns. Und da ist er wieder am Ball. Mach ein gutes Spiel. Oh, Junge, was ein Solo von Bockhorn, Alter. Von der Mittellinie bis zum 16er. Will gerade schießen, wird gefoult. Super Freistoßposition. Ah, hätte ich das mal aufgenommen, Mann. Scheiße. Ich kann mir gut vorstellen, dass Pantovic vielleicht machen wird. Oder Suarez hat auch einen guten Schuss. Oder er macht, das macht er selbst. Bockhorn. Er versucht. Komm, Junge. Boah, das will ich ihm so gönnen, Mann. Let's go. Gute Freistoßposition. Herbert Bockhorn in den Knick, Mann. Zu krass. Verdient. Super gemacht. Boah, Digga, der hat so gesessen. Päh, Junge. Die Wiederholung. In den Knick. Der Keeper kann nur noch gucken. Krass. Junge, was für einen Fuß hast du, Junge? Herbert, Alter. Bruder, sehr geil. 3-1, weiter geht's. Hab das Tor leider nicht aufnehmen können. War sehr unerwartet, ehrlich gesagt. Der Kali pült den Ball einfach in irgendeine Lounge rein. Die Tür war offen. Ich hoffe, da ist einer am Essen so. Boah, Suppe. Junge. Wollte gerade wieder rüberklettern und haben die den gefangen. Ja, das war eigentlich voll unnötig. Jetzt hat der Stadionverbot und... Boah, Alter, die greifen jetzt die Ordner an, die anderen Zuschauer.
Schön, freut mich. Gambulla ist Spieler des Turniers geworden. Sehr schön, freut mich für ihn. Hat er verdient. Ich bin jetzt draußen, jetzt geht es wieder Richtung nach Hause. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, Cup der Tradition dieses Jahr gehört dem VfL. Hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht, seit langem wieder mal ins Stadion zu gehen. Alleine schon dafür habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und dass wir dann noch gegen BVB 3-1 gewinnen konnten, umso schöner. Klar war das jetzt auch ein bisschen viel mehr Test als Ernst, ne, heute. Aber trotzdem kann man jeden Sieg mitnehmen. Ist auf jeden Fall auch so ein Erfolgserlebnis, gegen eine große Mannschaft wie den BVB zu spielen. Aber in der Saison wird es natürlich viel schwieriger und deutlich anders aussehen. Da freue ich mich sehr drauf. Also in die Bundesliga-Saison, jetzt gehen die ganzen Bundesligisten. Ah, wir sind ja jetzt auch Bundesligisten, das ist komisch, aber ist schön, nach 11 Jahren wieder in der Bundesliga zu sein. Wenn die Saison beginnt, werde ich natürlich auch deutlich mehr im Stadion sein. Deswegen lasst gerne ein Abo da, damit ihr die Videos nicht verpasst. Ich freue mich auf die Saison. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.